Und damit herzlich willkommen zurück und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich hier bei Tunic mit unserem Füchschen. Ich habe das letzte Mal herausgefunden, dass man sich teleportieren kann. Zumindest hier in der Mitte bei der Statue. Da muss ich jetzt nicht extra nochmal hinlatschen, glaube ich. Da, wo dieses Fragezeichen abgebildet ist, in der Mitte von dem Gebiet. Da soll ich hin, aber da komme ich im Moment noch nicht großartig weiter, weil aus irgendeinem Grund da der Weg versperrt ist, beziehungsweise so eine kleine Brücke. Lauft da jetzt nicht extra hin, wenn ihr sehen wollt. Guckt bitte die letzte Folge. Das ist exakt das, was ich auch vorhin gemacht habe. Einfach nur, um nochmal ein bisschen auf den neuesten Stand zu kommen. So, verprügeln wir mal ein paar Kram. Denn sie sind im Weg. Als nächster Punkt wäre die Froschdomäne dran. Ich sehe da unten gerade nochmal eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Da haben wir auch wieder das Thema, ne? Ablenken lassen. Von wegen immer so, ja, ich wollte zur Froschdomäne ab in den Dungeon und dann, ja, Truhe. Komm. Sagen wir einfach mal gepflegt, fuck it, denn, wir wollen mal versuchen, so einigermaßen in einem, sowas wie in einem Folgenplan zu bleiben. Sprich, jetzt mal in das Dungeon reingehen, unter Umständen das Dungeon vielleicht sogar schaffen und dann kann man sich immer noch mal um die Truhe kümmern irgendwann. Wenn man denn den Eingang zum Dungeon findet. Das ist natürlich auch wieder Premium hier. Machen wir hier lang, dann da lang, dann kommen wir da nicht hin wegen dem Haken, aber irgendwie bin ich doch mal da hingekommen. Vielleicht holen wir doch die Truhe, diese Folge. Warte mal, auf der Map ist doch hier die Froschdomäne eingezeichnet. Das ist doch der Ort. Bin ich denn das letzte Mal da hingekommen? Oder ist da unten irgendwo noch ein Weg? Jetzt bin ich dann doch hart verwirrt tatsächlich. Einmal hier lang unter Umständen. Nein, okay. Gut, gehe ich halt doch woanders lang. Ich bin jetzt doch ein bisschen perplex, weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, hey, wenn ich hier hochlatsche, dann ist das alles easy. Aha. Ah, ne, auch nicht. Ist jetzt auch nicht so der Bringer hier. Ja, schade, hätte ich mal ein paar Folgen weiter zurückgeguckt, dann hätte ich wahrscheinlich auch herausgefunden, wie ich zu der Froschdomäne gekommen bin. War das auch schon ein anderes Portal irgendwo? Bin ich da irgendwie anders reingestolpert? Na, hier ist ein Händler. Ja, es bringt mir jetzt gerade nichts. Da unten komme ich jetzt auch nicht wirklich zum Strand irgendwie. Da unten vielleicht den ganzen Weg irgendwie entlang, aber ist ja eigentlich auch nicht. Oder war da irgendwo ein Seil? Ich bin mir doch sehr unsicher, wenn ich gerade ehrlich bin. Warte mal, ist ganz vorne vielleicht noch irgendwie. Ja, Westgarten, Glocke. Ja, okay. Und danach ist mir wahrscheinlich alles offen. Die Froschdomäne, Zauberkugel. Haken, 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 Haken. Bin ich da ernsthaft von der anderen Seite irgendwo reingegangen? I have no memory of this place. Es geht halt auch schon wieder los, ne? Das ist so das übliche Tunic-Thema. Ich sollte echt anfangen, mir mal irgendwelche Laufwege zu merken, gerade wenn es um Dungeons geht. Oder ich versuche da oben nochmal mein Glück, aber ich glaube tatsächlich nicht wirklich dran. Ich meine doch zumindest irgendwie da gewesen zu sein, oder komme ich noch weiter rechts da irgendwo ran? Über eine Leiter oder sowas? Weil das habe ich doch nicht nur geträumt, dass ich da von den Froschassassinen verprügelt wurde bis aufs Übelste. Ach, guck mal. Da kommen wir zumindest hier mal dran vorbei. Aha!
Hallo, Mr. Leiter, da haben wir es doch. So, genug rumgeheult. Etwa 5 Minuten habe ich es dann jetzt auch mal geschafft. Das ist jetzt natürlich blöd. Wie deckt er denn mit seinem Speer ab? So, hier vorne komme ich da raus. Da ist auch wieder ein Haken, der mir nichts sagt. Und hier geht's runter. Okay. Gut, jetzt beruhigen wir uns alle mal. Der Eingang ist gefunden. Es ist mittlerweile leicht erhellt durch meine Lampe. Ansonsten brauchten wir sie ja beim ersten Besuch hier schon eher nicht. Okay, da hat die Perspektive jetzt einen Streich gespielt. Ich habe eigentlich gedacht, da geht's direkt weiter. Aber gut, dann prüfen wir uns halt ein Stückchen weiter mit dem Kollegen. Hallo. Ja, mittlerweile bin ich dann doch ein bisschen stärker. So. Einmal hier gucken, ob hier irgendwo vielleicht was ist. Meine Kisten werden mir ja netterweise dann trotzdem mit dem A-Symbol angezeigt. Und da laufen wir an Orte, an denen ich schon mal war, die mir da aber dann doch eher suspekt waren. Froschdomäne. Na, mal hier oben umgucken. Umständen. Am Ende, ich suche jetzt einfach immer diese geheimen Tunnel. Ja, die man ja eigentlich erst nach dem Shortcut oder so findet. Guck mal, das ist ja nett. War hier schon immer so ein Ding? Ja, cool. Sprechen wir mal mit der guten Frau. Hallöchen. Du sollst nicht die Statue hauen. Kleiner Tipp. Na, okay. Hätte besser laufen können. Ernsthaft? Erst hier einen auf dicken Macker machen und dann abhauen, oder was? Dann kommst du mal schön hier hin. Na, es hätte deutlich besser laufen können. So. Ich will mich halt jetzt nicht direkt hier wieder heilen, weil dann tauchen die Gegner auch wieder auf und das muss nicht sein. Dann doch lieber so. So. Gehe ich jetzt erstmal in das bedrohlich Leuchten. Okay. Da unten wird gebetet. Oder gucke ich mich jetzt hier immer weiter um? Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ist vielleicht ein guter Anfang. Da. Okay. Also da ist ein langer Gang, der verbindet hier ganz, ganz viele Räume. Und da weiter unten theoretisch ist einfach sowas wie ein Tempel. Gucken wir uns doch mal um. Das scheint nämlich ein bisschen größer doch zu sein als das erste Dungeon, in dem ich mich aufgehalten habe. Mal gucken, vielleicht trügt der Schein ja auch. Vielleicht ist das ja hier auch einfach nur eine kleine Klitsche und wir sind hier in 2 Minuten durch. Mit unserem Masterly, was auch immer, Schwert. Schwert des Helden? Ich weiß nicht mehr, irgendeinen Namen hat das Schwert auf jeden Fall. So, Früchtchen. Ja, guck mal. Wenn ich ein bisschen warm werde, dann läuft's auch mit den Kämpfen. So, da unten geht's noch weiter. Hier geht's auch runter. Da hätte ich auch wie früher schon abbiegen können, aber gehen wir einfach mal weiter im Text. Einfach viel weiter im Text. Weil ich eigentlich eine kleine Schissbuchse bin und da nicht wirklich runter will. Da sind noch Gegner. Da kommt das Thema Schissbuchs wieder zum Tragen, dann gehe ich nämlich doch lieber in die Mitte. Jetzt kommt irgendwie ein Boss oder so, ich sehe das doch schon. Hm, okay.
Okay, da liegt ein Schwert, was ich wahrscheinlich nicht nehmen kann. Ich denke mal, wir bleiben das ganze Abenteuer über bei ein und derselben Waffe. Was okay ist, solange man es halt levelt, aber... Hallöchen! Alter, ist das euer fucking Ernst? Ja, und da kommt schon der nächste. Okay, einer weniger. Scheiße. Und solange der nur im Kreis um einen herumläuft, ist alles cool. Was denn jetzt auch mit Heiltränken? Schwerttypen gehen dann schon so ein bisschen auf den Senkel tatsächlich. Dass die unbedingt so einen Dreierangriff machen müssen und relativ viel Leben haben, ist dann doch ein bisschen schade. Vor allem, wenn zwei davon auftauchen. Und das alles auch nur für 100 Gold. Ja, okay, da muss ich doch noch einmal außen rum. Wer hätte das gedacht, dass ich hier jeden Weg einmal ablaufen muss? Das ist ja eine Frechheit. Okay, dann muss ich jetzt mal aufpassen auf meinen Gesundheitshaushalt. Nur die Sache, warum habe ich eigentlich... Okay. Das Ding hier ausgewählt, was mir nichts bringt. Dann sollen die Leute doch lieber irgendwelche Herzen fallen lassen. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, was es mit den Münzen dazu auf sich hat. Also theoretisch wurde mir ja gesagt, hier, hey, Münzen plus diese Karten, da passiert was. Aber was genau, das konnte mir kein Mensch sagen. Also, schauen wir einfach mal. So, Tor öffnet sich. Gucken wir einmal ganz kurz auf die Karte, wo mich das hinführt. Okay, zu einer goldenen Tür. Goldene Türen haben irgendwie so einen Bossraumcharakter, weiß auch nicht. Und das ist mit halber Lebensleiste und keinem einzigen Trank doch schon ein bisschen bedrohlich. Und sie ist offen. Das ist auch nicht wirklich nett. Und da liegt auch schon so ein... Wisst ihr, Leute, es ist halt echt unangenehm, aber... Vielleicht ist das Spiel uns gnädig und bietet mir hier einen Shortcut zu dem Checkpoint, der dann dazu führt. Ja, guck mal. Siehst du, und da ist dann wieder das Thema Secret Tunnel und so, ne? So, dann tanken wir einmal auf, laufen an den Frechdachsen, die sich jetzt hier zum Baden getroffen haben, einfach vorbei. Gehen runter und dann ist alles cool. Dann kann ich durch die große bedrohliche Tür, aua, auch durchgehen. Wollte ich eigentlich noch sagen, bevor man mir eine Nackenklatsche gegeben hat hier. So, dann wollen wir mal da rein. Nabbelnd. Ich hoffe, sie tun mir nicht weh. Bereits gestohlen. Tja, schade. Das wäre ja zu schön gewesen, wenn jetzt hier... Ja, okay, das macht natürlich Sinn, dass dann da das Grüne, ne? Ja. Ist jetzt halt nur blöd gelaufen. So, ich hätte ja schon gerne irgendwie schon das erste etwas gehabt, aber scheinbar soll es nicht sein. So, Freundchen, du wirst jetzt in einer Bubble aus Explosionen niedergehen. Ich mag es ein bisschen, wie diese Mana-Steinchen durch die Gegend geschossen werden dadurch. Gucke mal, da lädt das Leben auch nochmal ein bisschen auf. Das ist jetzt natürlich auch ein Vorkommnis, was nicht wirklich angenehm ist. Dass das Zeug halt jetzt schon gestohlen wurde. Da tun sich nämlich zwei Fragen auf. Von wem und wohin? Also wohin gebracht? Nehmen wir nochmal einen Shortcut. Guck jetzt nochmal gerade, ob der mir schon was bringt oder nicht. Hier kommt es auf jeden Fall. Also hier komme ich runter. Da vorne ist irgendwie so ein Auge oder was auch immer. Und ich hoffe mal, dass das ein Item ist, was mir helfen kann und nicht irgendein Boss. Ich gehe erstmal hier hin, weil da unten geht gleich der Shit ab.
Ja, okay, wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich, glaube, ja, dann komme ich wieder zum Checkpoint. Das bringt mir jetzt gerade absolut gar nichts, weil ich bin schon voll gebufft. So. Einmal hier runter und dann hoffen. Die Sache ist, komme ich bis... Warte mal. Den würde ich gerne anvisieren. Das war absolut dämlich. So. Wie sieht's mit einem Bonkenhagel aus? Oh, scheiße. Okay, aber ich habe die Gegner schon mal ein bisschen dezimiert. Geh doch weg. Heieieiei. Hier, Bomben. Viel Spaß damit. Huiuiuiui. Es macht gar keinen Sinn, was ich hier tue. Geh doch da weg. Meine Fresse. Ich meine, immerhin bist du ein Magier und nicht so ein Typ. Okay, jetzt kann ich einmal vielleicht schnell... Das wollte ich nämlich machen. Ich wollte den Stab wieder haben. So. Koste deine eigene Magie. Ist wahrscheinlich nicht mal deine eigene, aber koste Magie. Du Arschloch. So, was bist du jetzt? Okay. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oder? Habe ich... Ah, warte mal. Ich kann euch jetzt anvisieren. Oh lol, ich hab Tentakel. Ich kann jetzt mich an solche Dinger entlang ran schluppen. Das ist ja der Shit. Ich liebe es. Das eröffnet neue Wege. Ich liebe alles daran. Und es kostet auch nicht so viel Mana, habe ich gedacht. Wahrscheinlich, wenn man einen Gegner damit angreift, eher. Kann ich... Okay, wenn man einen Gegner angreift, kostet es auch Mana. Zur freien Bewegung nicht so schlimm. Geil. So, dann einmal hier runter. Kann ich die Dinger auch anvisieren dann? Ja, kann ich. Okay. Also sowohl die Haken als auch die Gabeln funktionieren dann mit dem Ding. Gut zu wissen. Oh, ich lieb's, dass das, also scheiß auf diese grüne Kugel, dass ich die jetzt nicht getroffen habe. Oder gefunden habe, vielmehr. Aber das Ding ist ja mal der Shit. Da kannst du auch nichts mehr dran ändern, an meinem Erfolg. So, hier auch nochmal hoch. Geilo. Viele, viele tolle Dinge. Dann kann ich jetzt vielleicht sogar in diesen Wolkentempel gehen. Fällt mir gerade ein. Ach, weißt du was? Naja, mach du mal. Obwohl, nee, Moment. Ich gehe doch nochmal hier hin. Ja, finde ich schön. Also die werden dann eher damit rangezogen, als dass ich mich ranziehe. Auch gut zu wissen. Okay. Was mit dem, weil hier vorne ist doch auch ein Haken, oder nicht? Auf die Brücke hoch. Ja, genau der. Oh, ist das gut. Das finde ich ja richtig gut. Dann gehe ich jetzt erst nochmal einmal zum Checkpoint, weil wir nähern uns jetzt auch so langsam aber sicher dem Ende. Und guck mir dann als nächstes höchstwahrscheinlich doch nochmal alle Ecken und Kanten dieser Karte an. Ich komme hier hoch. Denn ich glaube, wir können uns jetzt doch an andere Ecken nochmal bewegen. Ich werde auch als allererstes nochmal durch den Teleporter durchgehen und mal gucken, ob mich da vielleicht irgendwo ein Haken erwartet, mit dem ich dann in diesen Palast reinkomme. Wenn die Gegner mich dann da mit zwei Schlägen umhauen, ist es was anderes. Aber zumindest gucke ich mal, ob ich da jetzt mittlerweile hinkomme. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentar, Like, Abo dalassen. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Tunic oder einem von den anderen Projekten.
Dankeschön fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi. You're my friend now.